Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist er, der neue Koalitionsvertrag für ein stabiles Bayern, Freiheit und Stabilität für die nächsten 5 Jahre. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, dass wir als Freie Wähler hier ein verlässlicher bürgerlicher Partner der Mitte sind, der es geschafft hat, jetzt mit der CSU innerhalb nicht mal 14 Tagen einen Koalitionsvertrag von 83 Seiten zu erarbeiten, der alle Themen abarbeitet, vom Sozialen über die Wirtschaft, von der Bildung bis zur inneren Sicherheit, von der Migration bis hin zu den Energiethemen und so weiter. Also rundherum alle Themen abgearbeitet in großer Einmütigkeit mit einem Ergebnis, das sich auch aus Sicht der Freien Wähler sehen lassen kann. Wir haben sehr viel Input hineingebracht, die Thematik der Stabilität des Mittelstands, des ländlichen Raums, auch viele soziale Themen, das Thema Wasserstoff, also viele Themen gehen auf uns zurück, müssen aber trotzdem gemeinsam vertreten, gemeinsam jetzt durchgefochten werden die nächsten Jahre. Wir sind überzeugt, dass wir das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler auch rechtfertigen können, weil wir arbeitsfähig sind, weil wir nicht wochen- oder monatelang streiten, weil wir nicht in den nächsten Jahren uns gegenseitig beharken werden, sondern ein vernünftiges Arbeitsklima auch wieder vereinbart haben. Natürlich in Wahlkampfzeiten geht es immer etwas ruppiger zu, trotzdem die Grundlinie stimmt. Wir sind politisch in der Mitte, genauso wie die CSU. Wir haben damit ein liberal-wertkonservatives Profil. Wir stehen für eine Zukunft in diesem Land, wo wir alle Bürger mitnehmen. Und zwar ist es auch der Geist dieses Koalitionsvertrags, ermöglichen statt verhindern. Wir wollen also nicht der Überwachungsstaat sein, der seinen Bürgern misstraut, sondern wir sehen den Staat als Partner des Bürgers, als Dienstleister des Bürgers. Und dieser Dienstleistungsgedanke wird in den nächsten Jahren noch mehr herausgearbeitet mit noch mehr Bürgernähe. Wir gehen auf das Thema Ehrenamt noch stärker ein, sind froh, dass viele Millionen Menschen am Ende in Bayern sich ehrenamtlich betätigen, dass sie damit Kitt der Gesellschaft sind, dass sie das Leben in diesem Land gerade auch nach Corona-Zeiten wieder gefestigt haben. Wir sind der Überzeugung, wir brauchen eine starke Wirtschaft, um den Wohlstand zu erarbeiten, den wir haben. Und was wir nicht brauchen, sind Ideologien, die unser Land spalten, die Menschen verunsichern, die Gesellschaft auseinandertreiben. Und insofern ist dieser Vertrag ein voller Erfolg für Bayern und ein voller Erfolg für diese Koalition und auch ein voller Erfolg für uns Freie Wähler. Wir haben hier intensiv verhandelt, in diesen wenigen Tagen trotzdem diese Inhalte zu Papier gebracht. Der Koalitionsvertrag ist noch deutlich fundierter als der, den wir vor 5 Jahren geschlossen haben, weil wir auch in den Themen noch tiefer drin sind. Und wir haben als Freie Wähler auch erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben ein 4. Ministerium bekommen. Wir haben die bisherigen 3 Ministerien behalten. Wir haben weiterhin das Wirtschaftsministerium, weiterhin das Kultusministerium, weiterhin das Umweltministerium und bekommen als Zukunftsministerium das Digitalministerium hinzu, wo wir ganz großes Potenzial sehen, eine digitale Gesellschaft in Zukunft noch mehr auch zu managen, mit den Bürgern gemeinsam dieses Thema der Digitalisierung noch mehr nach vorne zu bringen, vom Bürger über die Wirtschaft, vom Mittelstand bis zum Großbetrieb ist das Thema Digitalisierung das Zukunftsthema schlechthin. Wir sehen hier auch in der Verwaltung noch große Themen, wo wir das Thema auch Bürokratieabbau mit Digitalisierung teilweise lösen können. Wir teilen hiermit auch mit, wer die Ministerien besetzen wird. Es ist so, dass wir im Kultusministerium umgestellt haben. Anna Stolz wird die neue Kultusministerin sein, ohne Staatssekretär. Bisher hatten wir ja dort auch einen Staatssekretär, sie war die Staatssekretärin. Wir bleiben im Umweltministerium mit Thorsten Glauber gut aufgestellt. Wir gehen ins Digitalministerium hinein mit dem politischen Nachwuchs Fabian Mehring. Und wir bleiben im Wirtschaftsministerium in meiner Zuständigkeit als Minister. Und ich hole mir Tobias Gotthard aus der Oberpfalz mit rein als meinen Staatssekretär. Damit haben wir 4 Ministerien. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben inhaltlich unser Ziel erreicht. Wir haben auch im Bereich des Kultusministeriums 6.000 neue Lehrerstellen plus 3.000 Verwaltungskräfte. Wir haben
auch dafür gekämpft, dass im Innenministerium, wenn es auch nicht unsere Zuständigkeit ist, 2000 Polizisten mehr reinkommen. Wir haben im Bereich der Energie, der Wasserstoffwirtschaft viele neue Zukunftsthemen besetzt. Also wir sind rundherum glücklich über diesen Koalitionsvertrag und über den Ausgang der Koalitionsverhandlungen. Ich bleibe stellvertretender Ministerpräsident und wir werden künftig ja hervorragend zusammenarbeiten. Ministerpräsident Söder, den wir natürlich unterstützen werden bei dieser Wahl. Er wird der neue Ministerpräsident wieder werden. Ich bin sein Stellvertreter. Und damit werden 5 weitere stabile Jahre für Bayern angegangen. Vielen Dank. Von meiner Seite auch ein herzliches Grüß Gott. Und wir haben jetzt gerade hier, also auch mit Fraktion, Landesvorstand, den Vertrag und den Zuschnitt der Ministerien abgestimmt, haben hier uns das Votum geholt, dass wir diesen Vertrag auch heute Nachmittag dann unterzeichnen können und dürfen. Und das freut uns natürlich riesig, dass wir diese Koalition, die Bayern-Koalition, fortführen können, dass wir innerhalb kürzester Zeit mit unseren Partnern der CSU diesen Vertrag aushandeln haben können. Das ist, glaube ich, rekordverdächtig in der Bundesrepublik Deutschland, wenn man in nicht einmal 14 Tagen einen Vertrag aushandelt, ausformuliert und sich auch einigt. Also, und das, denke ich, ist ein großer Erfolg. Und an dieser Stelle da natürlich auch ein großes Dankeschön auch an die Verhandler von der CSU, insbesondere Ministerpräsident und auch Florian Herrmann, dass wir hier in einer sehr vertrauensvollen und guten Atmosphäre schnell und zügig am Text arbeiten hat können und hier also diesen Vertrag erstellen konnte. Also das, denke ich, es zeigt auch die Arbeitsweise dieser Koalition. Wir packen die Dinge an, wir schaffen das, dass wir hier zügig und rasch vorankommen und dass wir auch, ja, also ohne Schaum vor dem Mund, dass man hier miteinander arbeiten kann. Auch, dass man hier einen Neuanfang startet mit dieser Koalition für unser Land, für die Menschen in Bayern. Und was für uns auch natürlich wichtig ist, die Bedrohungen, die von außen und innen auf unseren Freistaat kommen, von rechts wie links, dass wir hier als bürgerliche Kraft mit unseren Koalitionspartnern, dass wir hier gemeinsam stehen und dass wir hier gemeinsam den Wert unseres Freistaats, den Wert der Demokratie in Bayern, den Wert unseres Rechtsstaats, dass wir den aufrechterhalten und nach besten Kräften verteidigen werden und voranbringen werden und dass wir auch eine neue Ära ausrufen, in der wir die Demokratie voranstellen und wieder besser und gut über die Demokratie reden werden. Denn das ist, glaube ich, das beste Schutz gegen rechts und links, wenn man den Wert unseres Systems darstellt und den Wert unseres Systems den Leuten wieder klar macht, dass wir Frieden, Freiheit, Sicherheit, Wohlstand nur durch unsere Demokratie errungen haben und durch nichts anderes. Und das muss den Menschen in unserem Land auch vermittelt werden und klar sein. Und dafür stehen wir als Bayern-Koalition. Und Sie haben es auch gehört, mit unserem Personaltableau setzen wir auch auf die Zukunft. Das sind unsere Vorschläge an den Ministerpräsidenten, die er dann also ins Parlament mit einbringen wird. Und ich glaube, dass wir hier gerade auch mit dem Digitalministerium das Zukunftsministerium schlechthin haben. Ein Ministerium, das letztlich auch die Geschwindigkeit unserer Verwaltung, die Geschwindigkeit letztlich also des Freistaats Bayerns auf die Schiene bringt, also dass wir hier letztlich also Vorreiter werden, auch wie in vielen anderen Dingen und dass wir dadurch natürlich auch ein großes Stück weit an Bürokratie letztlich abbauen können durch ein Mehr an Digitalisierung. Dankeschön.